Mission 9 ist im Grunde genommen wieder Mission 3, aber etwas interessanter. Dieses Mal müssen wir jeweils einen Priester und drei Hauptmänner zu jedem der anderen drei Völker bringen, um ein zweites Kitomer-Abkommen auszuhandeln. You know, weil wir das erste nicht einfach wieder in Kraft setzen können, das wäre ja zu leicht. Diese Mission macht mal wieder deutlich, dass die Autoren einige interessante Plotpunkte angefangen und einfach nicht weitergeführt haben. Erinnert euch an Montalban? Das war der Anführer der Mayas, der in Mission 2 Stress gemacht hat und danach mit keinem Wort mehr erwähnt wurde. Mission 6 wäre die Gelegenheit gewesen, ihn wieder einzusetzen, indem er die Mayas und Wikinger dazu bringt, die Trojaner und Römer zu hintergehen. Wenn er dann noch dabei einem Angriff des Dunklen Volks zum Opfer gefallen wäre, würde das sogar den Sinneswandel der Mayas erklären. Aber hey, bei Strategiespielplots braucht man sich eh keine Mühe zu geben, stimmt's? We don't care. Das Gimmick dieser Mission ist, dass wir nicht wie üblich die Sicht unserer Verbündeten haben. Eine Option, von der ich wünschte, dass sie mit ein paar zusätzlichen Nuancen im Editor verfügbar wäre, ohne dass man ein Skript braucht, was den meisten Mappern bis vor einigen Jahren noch völlig verschlossen war. Die Siedlung der Römer befindet sich auf einer Insel im Nordwesten. Die Mayas haben sich im Südwesten niedergelassen, während sich die Wikinger die Insel mit uns teilen. Keine der drei Siedlungen ist funktionsfähig und wir müssen uns auch keine Sorgen um Einschränkungen durch die Wikinger machen, aber insbesondere die Maya-Siedlung ist schon ein kleines Kunstwerk, mit genug Zielobjekten, dass sie mit maximaler Kampfkraft starten. Das Dunkle Volk befindet sich auf einer Insel im Süden der Karte. Die Gebirge östlich unserer Siedlung enthalten Kohle, Eisen, etwas Gold und eine Menge Nutzlosium, was ich inzwischen nur noch als Trollversuch von Seiten der Mapper sehe. Im Süden finden wir zusätzliche Kohle, Eisen und Stein. Weitere Kohle und Stein sind auch im Westen zu finden. Am südlichen Ende der Insel, beim Übergang zu den Wikingern, gibt es außerdem eine große Goldader. Da wir zur Rekrutierung von Hauptmännern Rüstungen benötigen, kommen wir langfristig nicht um den Bau einer Waffenschmiede herum. Aber dank unserer neuen Strategie können wir den Wechsel zu unseren Bedingungen vollziehen. Auch hier brauchen wir also wieder eine großzügige Mana-Produktion, aber dieses Mal haben wir etwas mehr Platz. Übernehmt ruhig die ganze Insel und denkt daran, auch eine Werft einzuplanen. Eine Fähre wird aber für unsere Zwecke bereits genügen. Sobald alle Delegationen bei den drei Völkern sind, ist die Mission gewonnen und wir können ins letzte Viertel der Trojaner-Kampagne starten.